Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2 mit Eglesion. Und ja, wir erkunden weiter noch hier die Lichtsteinbucht. Denn, wir haben hier zwei Basilisken. Der hat sich sogar eingegraben. Ha. Ja, wir erkunden die Lichtsteinbucht weiter, weil ich das so will. Weil wir vielleicht noch irgendwie das komische Leuchtfeuer da finden. Weil wir haben es gesehen. Es ist nicht so, als ob wir es nicht gesehen hätten. Weil dann wäre es ja auch egal. Aber wir haben es gesehen. Und was wir sehen, das wollen wir auch haben. Verdammt nochmal. Rein theoretisch hätte ich gesagt, wir müssten irgendwie nach oben wieder. Aber wer weiß. Wer weiß. Also schauen wir uns hier einfach um. Irgendwo muss es doch den Durchgang geben. Zu dem Ding. Dankeschön. Irgendwas müsste ich machen, um dort anzukommen. Nur die Frage ist was. Nicht unbedingt wie. Wo warst du? Ich hab dich gehört. Irgendwas höre ich hier. Ich weiß nicht was. Irgendwas hat uns bemerkt. Oder ist es das Geräusch von den Typen dort rechts hinten, die mal wieder hochteleportiert werden und dann runterfallen? Das könnte es auch sein. Das könnte es wirklich sein. Okay, also da war nix. Wie sieht's mit hier aus? War hier nur deine Gegenstände? Ja. Sind's wirklich weiter nichts? Und keine verborgenen Wände. Oder, wie soll ich sagen? Illusionswände. Illusionäre Wände. Sie alle immer wieder runterfallen. Das ist das Schöne an dem Spiel. Ja, also hier in dem Klemmgebiet ist da wirklich nichts, außer vielleicht oben dann. Mal schauen, ob wir da überhaupt hinkommen können. Nö. Wobei. Nein. Nein. Ja. Von hier sind wir reingesprungen, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Und man sieht es also auch. Aha. Wieso ist da keine Wand, die man aufkriegt? Nee. Okay, das heißt, ich kann mich von hier aus wirklich nur wegteleportieren? Ich hasse solche Sachen, wirklich. Normalerweise gehört das ja nicht zum Dark Souls Design. Normalerweise kann man ja immer wieder zurücklaufen. Immer gibt es irgendwo eine Abkürzung. Das, wenn ich dich hier kaputt mache. So doof, so doof, so doof, so doof, so doof. So doof. Die fallen wieder. Na gut, dann muss ich ja mich hier weg teleportieren. Wo bist du? Da bist du. Und dann versuchen wir es nochmal. Außer ich habe wirklich den falschen Ansatz. Vielleicht müsste ich auch von hier hinten wieder. Aber ich glaube nicht, dass man von hier hinten irgendwie großartig irgendwo rüberkommt. Weil da war dann eigentlich nur die Höhle mit den ganzen Spinnen. Ja. Da will ich nicht nochmal hin. Und oben auf dem Dachgeschoss war ja eigentlich auch nur der NPC und sonst ja nichts.
Zumindest nichts Wichtiges. Jetzt muss ich mich unten weiter umgucken. Ja. Weil da oben war, war sonst ja nichts neben dem Läufer. Nö. Warte mal, ich kann mich sowieso heilen, wenn ich mich eh schon zurückteleportiert habe. Dann sollte jetzt sowieso, glaube ich, alles respawnen. Also nochmals, hier gibt es keine geheimen Wände. Nö. Mich enttäuscht es ein bisschen, wenn es keine solche Wände gibt. Aber auf der anderen Seite ist es ja gut. Aber irgendwas muss ich wirklich übersehen. Irgendwas Großes, Starkes. Auffälliges. Das hier vorne ist ja nur eine Felswand. Da soll es nichts geben. War das ein Explosivpulver? Da hinten kommt man ja eigentlich nicht hin. Ah. Nein. Nein. Oder? Ich glaube, das ist keine richtige Tür, weil die sehen ja teilweise auch ein bisschen anders aus. Ja. Okay, da kommt man also nicht hoch. Ich muss halt auf die andere Seite mich dort ein bisschen umsehen. Oder ich schaue mich wieder auf die erste Seite um. Ja, danke. Mit erster Seite meine ich oben im oberen Geschoss, wo wir vorher waren. Also hier. Hier. Da vielleicht, wer weiß. Ich weiß nicht, wieso mich dieser Aufgang so fasziniert. Da haben wir nichts. Gut, dass ich nicht runtergefallen bin. Ach ja, genau, wir haben auch die Echse. Ah, sie ist weg. Die müsste ich auch noch schnappen. Die müsste ich auch noch schnappen. Sie da fallen lassen, aber das will ich nicht. Wenn ich hier entlang gehe, dann komme ich nicht wieder zurück. Aber auch egal. Autsch. Wie können die einen immer wieder erwischen? Ich hätte eigentlich auch mein Zauber wechseln sollen. Das wäre gut gewesen, aber naja. Nein. Oh, oh, oh. Und auf die Kopf. Danke. Menschenbild. Zeldora Manschetten oder so ähnlich. Okay, ja, das war das hier. Ach ja, und da kann man nur raus. Ah, wieso habe ich das vergessen? So wirklichen Nutzen hat das hier nicht gehabt. Außer, dass man dann wieder weiter runter kann. Beziehungsweise hier zurück. Hier dieser Zwischenstein, der bringt es auch nicht wirklich. Ich kann trotzdem mal mich runterfallen lassen, um mir den genau anzusehen. Ja. Ah, ist ein normaler Stein. Okay, das wär's dann also wahrscheinlich auch nicht. Nö. Gut, gut, gut. Also dann nochmal. Oh. Kann ich es nicht nutzen hier oben? Mist. Ah, jetzt. So ein Mist. Heimkehrerknochen habe ich noch ein paar. Das sollte reichen. Weil ich glaube, ich werde sie sowieso sonst nicht wirklich häufiger nutzen. Also schauen wir mal. So, Mensch, ich könnte wirklich
mir anschauen, was wir da für eine Pyromantie gekriegt haben. Großer Feuerball. Stärkste Form von Feuerball. Schleudert einen riesigen Feuerball auf den Gegner. Ah, die haben eine Flamme von zu viel begehrt, obwohl sie unser Fleisch verbrennen könnte. Oh ja, dann nehmen wir die doch. Dann haben wir die stärksten Feuerbälle. Feuerkugel und großer Feuerball. Haben halt nicht so viele Würfe, aber das ist doch egal. So, also nochmals nachdenken. Auf die andere Seite wollte ich ja dann. Ja, schauen wir uns das noch an. Schon kann ich einen Funken. Nein, Funken, 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 Funken. Ich will das gern zum Explodieren bringen, verdammt nochmal. Naja, geht nicht. Außer ich hätte einen Feuerfall. Wir können jetzt auch Feuerpfeile kaufen, wobei, bei wem war das noch? Ah, bei Onifex. Blutungsschaden, Feuerschaden. Ich bin gemein. Ich will sehen, ob es schön explodieren kann. Rampabam, bam, 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 bam. Aber schwach. So hast du so viel HP. Egal. So, den auf der anderen Seite noch erwischen. Und dann wechseln wir wieder die Seite. Upp. Man kann die wirklich also auch im Nahkampf machen, wenn man sich schnell bewegt. Die Orte wechselt. Nur das Risiko ist halt da und also das Risiko ist, dass sie einen trotzdem erwischen könnten mit den Zaubern. Weil die verfolgen einen. Die Zauber meine ich. So. Rüber. Wie stehst du gegen Feuer? Ja, Feuer ist recht effektiv gegen die. Gegen Spinnen auch. Ja. Okay, ich glaube, ich würde Feuerwalle kaufen müssen. So. Also überlegen. Ja, da ist ein Durchgang. Wieso habe ich den nicht gesehen die ganze Zeit? Oh mein Gott. Bin ich blöd. Ich geister hier durch die ganze Gegend und was ist? Das Offensichtlichste sehe ich nicht. Ah, oh Gott. Nein, keine Spinnen. Und Zauberer. Aha. Feuerpfeile. For the win. Oh. Ist noch einer. Ich meine, ich könnte ihn auch im Nahkampf machen, aber was, wenn da noch ein dritter wäre? Oh, eine Spinne. Oh, Mama. Danke für das Lock-on-Feature. Das ist richtig dufte. Blitzurne. Versteckte Wände. Wir haben da ein Loch in der Mitte, dass es nicht unbedingt fallen will. Zumindest noch nicht. Später können wir das machen. Ja, da scheint nichts zu sein. Wobei, Loot. Aber wahrscheinlich erst in New Game. Eine Leiter. Die uns schön herunterbringt. Also wir müssen nicht durch das Loch springen. Und davon haben wir es. Leuchtfeuer. Aha. Oh, eine Spinne. Ja, das Loch da. Einladen für Spinnen. Und anderes kriecht hier. Das heißt, durch das Loch muss ich wirklich nicht. Und wir können hier auch rausklettern, wann wir wollen, wie wir wollen. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. Und zwar von hier aus, ja. Okay. Dann hätten wir das Leuchtfeuer hier. Können die Tür jetzt auch öffnen von dieser Seite.
Wobei ich jetzt von der anderen Seite testen müssen wieder, aber. Okay, da haben wir nur den Basilisken dann. Und könnten zu Ornifex. Ich glaube, ich sollte mir wirklich ein paar. Sachen kaufen. If you provide a wondrous soul, I require no payment. Danke, das wissen wir ja schon. Können wir irgendwas Neues jetzt herstellen? Ja. Spinnenzahn. Aus der Seele von Freya, der Liebsten, des Herzogs geschmiedetes Krummschwert. Mit dem starken Angriff wird klebrige Seide ausgeworfen und das kann die Bewegung des Feindes verlangsamen. Bewegungshemmung, schwerer Angriff steht da unten. Aha. Interessant, interessant, interessante Sachen. Das heißt, wir könnten das Ding im PvP gut gebrauchen. Ist klein, ist leicht, ist ein Krummschwert, das heißt, man kann sehr schnell damit attackieren. Deswegen ist der Grundschaden jetzt auch nicht der höchste, aber man kann das ja boosten. Passend thematisch wäre ja dann vielleicht den Giftschaden noch drauf. Ja. Und das ist ein Stoßschwert. Spinnenseide. Schilddurchdringung mit schweren Angriff steht da. Cool. Cool, cool, cool. Aber wir wollten ja eigentlich Gegenstände kaufen. Und wir können vielleicht Gegenstände auch noch verstärken. Mal schauen. Blitzern des Titanit. Habe ich leider nur eins. Aber. Was hätten wir da? Titanitbrocken, zwei Stück. Damit könnte ich das weiter pushen. Oder meinen Bogen. Nehmen wir den Bogen. Den brauche ich dann doch häufiger. Okay. Und dann schauen wir mal. Was hat sie nochmal zu verkaufen? Ich könnte vielleicht ein paar Schmetterlinge kaufen. Wobei das Loch. Nehmen wir vielleicht auch noch ein paar mehr. Vier. Also sechs insgesamt, das sollte dann auf jeden Fall reichen. So viele sollte ich dann auch hoffentlich nicht verbrauchen, aber. So haben wir wenigstens dann 14. Und dann können wir Pfeile kaufen. Feuerpfeile. Bis zu 300. Nehmen wir nicht 300, nehmen wir 200 vielleicht. Schauen wir, wie viele Seelen wir dann noch haben. Ich würde gerne noch ein paar übrig haben. Ein paar Seelen. Genau. Falls wir sie brauchen zum Reparieren. Falls ich hier sterben sollte. Aber gut, das heißt, wir können ja wieder dann zurück, oder? Ich bin am Überlegen. Ich meine, teleportieren, ja. Kommen wir aber so wieder zurück, ist die andere Frage. Beziehungsweise ich will nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber schauen wir kurz mal. Die Gegner sollten ja immer noch tot sein oben. Yep. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr, sehr schöne Abkürzung zu Ornifex. Sehr, sehr schöne. Ja, also da kommen wir nicht mehr zurück. Okay. Blöd. Blöd gelaufen. Das heißt dann wiederum, ich sollte mich einfach teleportieren. Autsch. Und dann können wir versuchen, die eine blöde Echse noch zu erwischen. Das werde ich jetzt in den letzten 10 Minuten versuchen. Ah, da haben wir es. Untere Lichtsteinbucht, Kapellenzugang und Lager der königlichen Armee. Und ab der nächsten Episode machen wir dann wirklich dann das Loch, hoffe ich. Dass ich es bis dahin schaffen werde. Oh Gott, Gott, Gott. Die andere Frage ist, brauche ich jetzt eigentlich unbedingt die besiegen? Nein, ich hätte mich eigentlich auch fallen lassen dort. Ja, ich muss nur auf die andere Seite kommen. Die unbedingt besiegen müssen wir nicht. Nur wieder zurückzukommen ist ein bisschen problematischer dann. Wobei, wir nutzen einfach die Knochen. Wir haben ja einige.
Wir haben ja einige. So. Vielleicht, wenn ich ihn anschieße mit einem Pfeil, dass er rauskommt. Oder zu mir kommt. Bäh. Sorry. Erschreckt das kleine Ding nicht. Ah, da bist du. Ja. Also von da oben ist er dann runtergegangen. Große Titanitscheibe und glitzerndes Titanit. Yay. Wollen das Glitzernde. Okay, dann haben wir doch alles hier erledigt, glaube ich. Das ging schneller als gedacht. Es ging um einiges schneller als gedacht. Ja. Wie komme ich jetzt am besten dann zurück? Oder ich teleportiere mich wirklich weg. Ich bin am Überlegen, brauche ich eigentlich sonst noch? Was will ich da unbedingt Seelen ausgeben? Nee, vielleicht brauche ich die noch im Loch. Ja. Gesunder Seelenhaushalt ist nie schlecht. Dann nutzen wir das Ding mal. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr Knochen brauchen werde. Wenn doch, dann ja. Dann muss ich einfach welche kaufen. Wobei, wir können trotzdem bei dem einen Typen hier mal reinschauen, was er uns anbieten würde. Nein, falscher Zugang. Vergesst das jedes Mal. Wobei, mit jedem Mal meine ich, ich war jetzt, glaube ich, zweimal da bei ihm. Ah. Schön hoch. Nana, confess your sins to me. Gegenstände kaufen. Ja, da können wir das Set kaufen. Wir können einen Giftbissring kaufen. Blutbiss und Fluchbiss. Pastillen und die Wunder. Ja, das haben wir uns eh alles mal angesehen. Wirklich an extra Seelen werde ich nicht kommen. Fluchbiss, Blutbiss. Weiß nicht, ob das jetzt so wichtig wäre, ob wir da dann kommen würden. Aber ich könnte mir einen Giftbiss leisten. Den einfach im Besitz haben. Vielleicht kämpfen wir gegen irgendwas Toxisches noch. We must never forget our sins. Danke für die Erinnerung. Da mal runter. Und dann teleportieren wir uns weg. Ist die Frage nur, wohin? Wohin wollen wir? In das Loch. Wieso frage ich das noch? Außerdem hätte ich mir Aromaschlecke kaufen können. Ah, eine Ringe ist interessanter. Wobei nicht immer praktischer. Sonst war ich wirklich hier überall, oder? Ja. Wieso in das Loch? Ich glaube trotzdem kurz mal nach Majula. Ich will nach Majula. Und dann, ja, oder wir machen wirklich Schluss einfach für heute. Ich weiß noch nicht. Hat sie was Neues im Angebot? You've been long away. Well. Nip, nix Neues. No inch. Nix Neues. Ich könnte auch hier mal eine Keule kaufen oder ein Cestus. Irgendwann brauche ich diese ganzen Seelen für alle Items. Ja, kaufen wir uns noch drei. Ich habe recht viele verbraucht. Thank you. Bitteschön. So. Also, auf zum Loch. Wo ist es? Da ist es. Oberes Loch. Also, es geht dann tiefer runter. Blocken werden wir jetzt auch nicht können. Gut, dass wir so viel HP mittlerweile angesammelt haben. Weil die HP werden wir brauchen. Jetzt sind die Fackeln an. Wozu sollte ich sie sonst irgendwie... Ja. Wozu Schmetterlinge nutzen, wenn wir eh hier bei einem Leuchtfeuer sind? Ah. Das ist gut. Ich kann also das Gebiet heller machen. Das passt mir in den Kram.
Ja, Küchlein. Oh. So tief. So schwarz. So dunkel. Ah ja, da hätten wir auch noch was gehabt. Da müssten wir aber den normalen Weg nehmen. Sollte ich das jetzt machen? Weil von hier unten kommen wir ja nicht hier hin. Glaube ich, habe ich das jetzt mal probiert. Nein! Gut, das war verschwendet. Das war richtige Verschwendung. Jetzt ist mein Ring kaputt und ich habe keine Seelen mehr. Ja. Deswegen hätte ich mir die 6000 wirklich aufheben sollen. Na. Egal, wir haben ja noch einen zweiten. Und einen dritten. Ja, aber eigentlich sollte ich wirklich dahin. Nur, wie komme ich da am schnellsten hin? Über meinen Rattenkönig. Über meinen Rattenkönig. Ja. Ja. Ja, weil wir lassen uns dort fallen. Das Heiligen Grab. Und da könnte ich dann halt versuchen, ob ich an diesen Gegenstand rankomme. Aber muss nicht unbedingt heißen, dass ich es schaffen werde. So. Und dann haben wir mal... Wobei, eigentlich sollte ich den Ring nicht nutzen. Ja, ich sollte ihn nicht nutzen, solange ich potenzielle Probleme habe. Die Typen, die explodieren, das ist eigentlich sonst weiter egal. Nehmen wir einfach den hier. Na komm. Ja, wenn ich sterbe, dann auch egal. Wir haben so viele Menschenbilder mittlerweile. Dass die locker, flockig wieder zu Menschen werden kann. Hops. Okay. So, von hier müsste ich eigentlich dahin springen. Weil sonst überlebe ich es hier nicht. Genau. So, sehr schön. Und dann müssen wir gegen die ganzen miesen Typen hier unten kämpfen. Oder einfach nur ausweichen. Oh! Das war falsch ausgewichen. Es wird laufen, glaube ich. Danke. Okay, da kommen zwei. Nein, da ist noch einer. Explodier. Puh. Laufen ist wirklich am besten gegen die. Okay. Gut, jetzt den ganzen Weg runtergehen. Da waren ja eigentlich keine Gegner, soweit ich mich noch erinnern kann. Und dann hoffe ich, dass ich es mal nicht versau. Sonst wär's doof. Sonst wär's richtig doof. So. An einigen Stellen muss man halt so runter. An anderen Stellen wiederum nicht. Fallen lassen geht schneller als halt eine Leiter runterspringen. Na, da werde ich nicht hängen bleiben. Sollte ich eigentlich überleben? Ja. So. Gut, jetzt dann aufpassen. Ah, hier ist wieder so dunkel. Okay, hier brauche ich dann einen Schmetterling. Nicht unten, die sind so weit oben, oder? Schmetterling, ja. Okay, und jetzt erinnere dich, wie müsstest du springen? So, ich glaube, da müsste ich hier hin. Ja, da vorne. Komm. Sehr schön. Lebenstein. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Wirklich.
alles für einen Lebensstein, aber es geht hier weiter. Könnt ihr einfach so rüberspringen? Anscheinend ja. Ah, da gibt es noch einen Gegenstand dann. Und da hängen auch noch welche. Solche Mistkerle. Oh, jetzt ist aber dunkel. Schon sehe ich sie trotzdem. Ja. Und einmal. Und zweimal. So mies, wirklich. Ah gut, jetzt könnte ich wieder den Ring nehmen. Wo haben wir ihn? Da. Und dann können wir zum Leuchtfeuer. Nur rasten werde ich halt nicht. Ich glaube, wir sind dann ja eigentlich auch fertig für den Moment. Und das heißt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich mich hier durch dieses miese Gebiet durchschlagen werde. Wobei, eigentlich müsste ich rasten. Wenn ich die Estes noch haben will. Ha. Ja, wir rasten. So, also vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder im Loch. Bis dann. Links klicken auf die Karte. Auf der Minimap sollte das nicht funktionieren. Also nehmt euch die Zeit, macht die Karte auf. Setzt die Symbole und sagt den Leuten, sie sollen sich gefälligst dorthin bewegen. Das Spiel hier, das erinnert sehr grafisch an Civilization 5. Natürlich, dass ein anderes Theme da ist. Und zwar Weltraum. Ich glaube, ich soll Pate töten. Er ist ein Fan von Creighton. Nicht wirklich ein Fan von Pate. Ja, von Pate.